schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist mein Schwangerschaftsupdate von der 18. bis zur 23. Schwangerschaftswoche. Ich bin genau heute 22 plus 0. Also, genau, 23. Schwangerschaftswoche. Ich komme da immer ein bisschen durcheinander. Ich versuche euch das jetzt mal wieder so zu zeigen. Ist wahrscheinlich jetzt wieder ganz schlecht. Wie immer eigentlich. Egal, ich lese es euch vor. Ja, ich bin im 6. Monat. Ich bin seit 154 Tagen schwanger. Es sind noch 126 Tage. Im Durchschnitt wiegt das Kind jetzt 501 Gramm und es misst dabei 28,9 cm. Ja, wir hatten letzten Freitag, das war der 5.7., ein 3D-Screening. Ich bin voll klein, ne? Ich bin voll abgeschnitten. Wartet mal. So. Ist, glaube ich, besser, oder? Ja. Also, wir hatten auf jeden Fall letzten Freitag ein 3D-Screening und das war voll cool. Viele, also von euch, haben ja mich gefragt, was es wird. Und ich habe eigentlich das letzte Mal schon sicher beantwortet, dass es ein Junge ist. Ja. Beim 3D-Ultraschall hat man es jetzt so 1000 Millionen % erkannt. Also es ist ein kleiner Junge immer noch und da wird sich auch nichts dran ändern. Und wir haben ein ganz tolles Foto bekommen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, weil ich habe es einlaminiert. Ja, ihr könnt es erkennen. Und das ist so süß. Also ich habe es auf Instagram schon gepostet und auf Facebook. Also man erkennt hier halt den Arm und die Lippen und die Nase und das Auge. Und der liegt halt irgendwie so. Irgendwie so. Ja, und das war süß. Und wir haben auch eine DVD bekommen. Und viele von euch haben schon bei Instagram unter meinem Bild gefragt, ja, wie viel das kostet. Und also ich habe nichts gezahlt. Das war eine Untersuchung. Also es war ein 3D-Screening, Organ-Ultraschall, Organ-Screening halt. Und es ist aber auch nicht selbstverständlich, dass man da ein Bild bekommt und eine DVD. Das macht halt die Ärztin. Das ist halt sehr nett. Ja, genau. Wir haben uns total arg gefreut und es war richtig schön. Also eben, weil wir auch so eine DVD haben und sie halt immer von normalen Ultraschall auf 3D dann so rübergesappt hat. Und es war wirklich, das war echt faszinierend. Und der Kleine wiegt 470 Gramm und ist 27,5 cm. Es ist ein sehr großes Baby, wurde mir gesagt. Also die Ärztin meinte, also die, bei der wir am Freitag waren, dass ich eben ein großes Kind bekomme. Aber es ist ja auch nicht, also es ist jetzt auch nicht schlimm, weil der Papa und die Mama sind ja auch groß. Also ich bin sehr groß und mein Freund eben auch. Und ja, meine normale Frauenärztin, die hat sogar damals, also die hat vor 4 Wochen gesagt, dass ich eventuell vorgestuft werde. Das heißt, dass ich halt schon eher meine Bindungstermin habe. Weil ich eben irgendwie schon, also das Kind ist irgendwie schon sehr weit für die Woche. Ich weiß es aber nicht. Viele sagen, es ist normal. Andere sagen, oh Gott, ja, ich bin schon voll weit. Jetzt habe ich einen Vergleich. Also ich kenne eine, die ist eine Woche unter mir sozusagen. Ich bin eine Woche weiter. Und das ist wirklich ein Unterschied. Also meiner wiegt doppelt so viel und ist fast 10 cm größer. Also ich weiß nicht, das kommt natürlich auch immer auf die Mama und auf den Papa drauf an. Also ja, aber ich habe da gar nichts dagegen, dass mein Kind groß ist. Habe ich nicht so Angst, dass irgendwas kaputt geht. Nein, war natürlich nur ein Witz, aber ich war selber ein sehr großes Baby. Ich hatte selber 51 cm und fast 4000 Gramm. Ja, vielleicht wird mein Kleiner auch so. Naja. Okay, also ich möchte euch erzählen, was in den letzten 5 Wochen so alles passiert ist. Und es ist, ja, ziemlich viel passiert, ziemlich schöne Sachen. Und ja, fangen wir einfach mal an. Und zwar vor 4 Wochen, am 1.6. hat es angefangen, dass ich so richtige Bewegungen in meinem Bauch eben gespürt habe. Also richtiges Klopfen, richtiges Blubbern irgendwie. Und da war ich so, Gott, cool. Und das wurde wirklich zu Tag immer mehr. War dann auch mal Tage dabei, wo gar nichts kam. Aber dann wurde es immer doller. Und Anfang Juli, 1.7. so rum,
habe ich dann immer von meinem Freund die Hand genommen und gesagt, ja, leg schnell drauf und spürst du es? Und er war so, nein, ich spüre nichts. Und ich war immer voll sauer, dass er nichts gespürt hat, aber ist eigentlich logisch, dass, weil wir denken, die Papas spüren das schon, aber es ist wirklich noch nicht so, weil wir selber spüren das halt, aber die Bewegung kommt halt noch nicht durch die Bauchdecke durch. Ja, und dann hat es genau eine Woche gedauert, also jetzt vor kurzem, vor 4 Tagen, also wir haben jetzt heute Donnerstag und ich glaube am Montag oder Dienstag war es soweit. Es war eigentlich gar nicht so ein schöner Tag. Mein Freund musste ins Krankenhaus, weil er einen Unfall hatte, der wurde genäht. Und am Abend war es dann auf einmal soweit, es kam ein Dritter aus meinem Bauch. Also es war wirklich extrem. Ich habe gesagt, schnell, du deine Hand her. Und ich habe schnell die Hand draufgelegt und er, oh Gott, da war was. Und ich, ey, das war so arg, tu mal deine Hand weg, ich glaube das nicht. So, sorry für die Unterbrechung. Also, auf jeden Fall kam dann so ein richtiger Tritt irgendwie raus und das war echt, es war irgendwie saukomisch, es war irgendwie echt seltsam, dass man auf einmal was sieht. Und es ging so richtig blub, blub, blub und so richtig aus dem Bauch raus und ich, boah, also vor allem, ich bin in so einer Mama-WhatsApp-Gruppe, also da ist die liebe Maria drin, die Jenny und die Jessie. Und ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, denen schon geschrieben, ja, wann sieht man denn so die dritte? Und dann meinte die Jessie, ach so, ja, das dauert schon noch ein bisschen, so 26. Woche. Und ich bin jetzt in der 23. und auf einmal sieht man es schon. Also ich habe mich so gefreut. Es war echt, unbeschreiblich irgendwie so ein Gefühl, wenn auf einmal sowas aus seinem Bauch herauskommt. Und ich merke ihn jetzt sehr, sehr oft. Also die ganze Zeit eigentlich. Also ich weiß seine Uhrzeiten, wann er wach ist. Und ja, ist irgendwie verrückt. Also ja. Und ich merke, wenn ich jetzt zum Beispiel mich nach vorne beuge, dann klemme ich ihn ein. Irgendwie quetsche ich ihn dann ein und dann geht er auch voll ab. Also er liegt halt irgendwie da unten. Nein. Dann gab es auch schon Tage, da lag er extrem auf meiner Blase. Ich musste wirklich, wirklich alle 10 Minuten aufs Klo. Das ist sehr ätzend, vor allem wenn man auf Arbeit ist. Wo man einen sehr weiten Weg zur Toilette hat. Also ich bin wirklich nur am Hin- und Herlaufen. Und ja, das waren so meine Highlights in diesen 5 Wochen. Und sonst gibt es eigentlich nichts zu erzählen. Ich habe keine Fressattacken. Ich merke nur, dass ich mehr Hunger bekommen habe. Also das stimmt wirklich. Ich habe wirklich mehr Hunger bekommen. Und ich esse wirklich viel. Also große Portionen, also 3 Spaghetti-Teller oder 2 Portionen, also so richtig große, mindestens. Gab dann jetzt schon mal einen Tag, wo ich früh um 5 aufgestanden bin und ich musste mir dann echt so voll das geile Frühstück machen. Ich hatte so voll den Drang auf Tomaten und ja, das war aber jetzt so das Einzigste. Und ich habe mich leider noch nicht gewogen, weil meine Waage ist kaputt. Jetzt habe ich aber morgen den Frauenarzttermin und da wiegen sie mich. Und ich denke mal, dass es 5, 6 Kilo sind es bestimmt geworden in den 4 Wochen. Also ich habe jetzt meine 90 Kilo 100%ig erreicht, bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, ob der Bauch gewachsen ist, ja, ich glaube auch. Ich habe jetzt seit 1,5 Wochen kein Bauchnabelpiercing mehr. Ich habe mir nämlich eigentlich ein Schwangerschaftsbauchnabelpiercing bestellt. Der kam dann auch an. Den habe ich auch reingemacht. Aber der sah so komisch aus. Also ich habe auch ein Bild auf Instagram gepostet. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, mein Name und alles, also Miss Beauty Junkie, ich verlinke euch alles unten in die Infobox. Ich poste da wirklich sehr viel. Also alles eigentlich, jeden Tag. Und ja, der sah sehr komisch aus und dann war es halt auch noch so, dass es sich am nächsten Tag entzündet hat und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Dann kam das Ding auf jeden Fall raus und es haben sowieso alle geschrieben, du lässt das Teil sowieso nicht drin. Und ja, also ich habe ihn jetzt raus und ich bereue es auch nicht und ach, ist mir doch egal. Ich merke, dass mein Bauchnabel, glaube ich, so in den nächsten 2, 3 Wochen pluppt er, glaube ich, raus, weil er ist schon ziemlich weit draußen. Ja, zeige ich euch gleich. Und ja, ich habe jetzt wirklich, also ich finde schon, ich habe schon richtig einen großen Bauch irgendwie bekommen, weil er jetzt halt auch den ganzen Eltern von meinen Kiddies auf Arbeit auffällt. Also man kann ihn halt nicht mehr verstecken.
Also auch wenn du was Schlapperdeckes anhast, du siehst einfach, dass ein Bauch da ist. Und ja, jetzt werde ich sehr oft angesprochen, beziehungsweise sind die auch alle sehr, die sind geschockt, wenn ich sage, dass ich erst im November bin, weil ich wirklich schon einen großen Bauch habe, sagen viele. Also ja, keine Ahnung. Ich habe den Umfang leider immer noch nicht gemessen, weil ich habe immer noch kein Maßband. Schande über mein Haupt. Ja, ich besorge mir jetzt aber wirklich eins. Ja, es tut mir leid. Ja. Sonst noch irgendwas? Ja, mein Kinderzimmer, also beziehungsweise das Kinderzimmer von einem Kleinen, habt ihr ja schon gesehen in meinem letzten Video. Oh, ich bin auch so stolz drauf. Mache ich aber auf jeden Fall nochmal eine Roomtour, wenn halt der Heizstrahler da ist, die restlichen Regale hängen und ich die Wickelkommode komplett eingerichtet habe und ich auch alles habe, Nagelzwicker und so. Also dann mache ich auf jeden Fall nochmal eine Final-Roomtour. Aber das ist jetzt erstmal so der Anfang. Dann wollte ich euch noch ein Haul abdrehen und zwar haben wir, ja ich sag mal so Flohmarkt. Es gibt nämlich auf Facebook verschiedene Flohmarkt, Kinder, Baby, Bazar, Flohmarktseiten. Und da habe ich eben mal gepostet, dass ich ja Jungenklamotten suche oder halt neutrales, also für beide Geschlechter. Und da habe ich dann auch mit zwei Mädels geschrieben und die eine hat nur H&M Klamotten verkauft und die andere auch ganz tolle Sachen. Und dann sind wir an einem Samstag so hier mal einmal rumgefahren. Also es waren ungefähr so 80 Kilometer umkreist und haben dann die ganzen Pakete abgeholt. Und es waren dann insgesamt 5 Kisten voller gebrauchten Klamotten. Es war wirklich ein mega Schnäppchen. Wir haben echt so wenig bezahlt. Und es sind so geile Klamotten. Also manche hatten sogar noch die Preisschilder dran. Es sind alles Original H&M-Klamotten. Es sind diese ganzen Sets, diese Frosch-Sets, dieses Elch-Set. Also ich weiß nicht, ob das euch was sagt, den Mamis bestimmt. Und ich bin so verliebt. Ich bin wirklich jeden Tag, also ich habe das schon in den Kleiderschrank reingehängt, aber das wird auf jeden Fall nochmal gewaschen. Aber wenn ich das jetzt wasche, dann wasche ich das sowieso nochmal. Und deswegen habe ich mir gedacht, wasche ich es lieber zwei, dreimal, dann so Oktober rum. Dann habe ich da wenigstens noch was zu tun, weil ich habe nichts mehr zu tun. Es ist schon alles vorbereitet im Kinderzimmer, beziehungsweise halt, ich brauche noch ein paar Kleinigkeiten. Und dann habe ich wenigstens da noch eine Arbeit, eben Klamotten waschen. Und ich stelle schon so Outfits zusammen, fotografiere die dann, wie ich den dann später anziehe. Also schon voll gaga. Ja, ich sitze unglaublich gerne also im Kinderzimmer und schaue so die Kleiderschränke an und überlege mir, wie ich ihn anziehe, was ich wann anziehe, was ich ihn an Weihnachten anziehe. Und also wirklich total verrückt. Ja, habe jetzt schon gut ausgesorgt, also von ab Größe 50, was mein Kind nicht haben wird. Also der wird bestimmt Größe 56 gleich brauchen am Anfang, weil 50, das ist echt. Das ist so klein, niemals. Niemals. Na gut, man weiß es natürlich nicht, ne? Also von Größe 50 bis Größe 74 habe ich wirklich gut ausgesorgt mit Winteranzügen, Mützen und keine Ahnung, was noch alles. Falls euch das interessiert, könnt ihr mir das gerne in die Infobox schreiben. Dann, ja, wie nennt man das? Mache ich so eine Art Kleiderschrank? Naja, Tag ist es ja nicht. Ich zeige euch halt den Kleiderschrank von meinem Kleinen, weil es ist ja auch nicht wirklich ein Haul, weil ich kann euch ja die Preise von den einzelnen Sachen nicht zeigen. Ja, also natürlich habe ich auch ein paar neue Sachen gekauft. Da kann ich euch die Preise sagen. Beziehungsweise die hängen sogar noch dran. Ja, dann haben wir einen Kinderwagen gekauft. Da möchte ich aber noch nicht so viel dazu sagen, weil da werde ich auf jeden Fall ein extra Video dazu drehen. Der kommt auch in 4 Wochen an. Und ja, da drehe ich dann das Video und zeige euch, für welchen wir uns entschieden haben, warum, was der alles so kann und pipapo. Weil ich einfach gemerkt habe, dass es auf YouTube viel zu wenig Videos gibt für Kinderwägen. Also ich habe gerade mal eins gefunden, was mir irgendwie zugesagt hat. Deswegen habe ich mir gedacht, nein, da muss auf jeden Fall noch eins her und das mache ich. Ja, ich möchte einfach euch zeigen oder erklären, warum ihr euch für den entscheiden solltet, beziehungsweise warum nicht oder keine Ahnung. Naja, es gibt eigentlich keinen negativen Grund, ich bin begeistert. Und ja. Was gibt es noch zu sagen? Schwangerschaftsstreifen. Ja, es sind welche gekommen, aber nicht an meinem Bauch, sondern an meinem Oberschenkel und an meinem Po. Ja. Toll, oder? Also die zeige ich euch natürlich nicht, aber naja.
Ne, ist halt so, kann man nichts ändern. So, gibt's noch was zu sagen? Ja, nee, morgen habe ich meinen Frauenarzttermin. Ja. Für mich jetzt eigentlich nicht so ein Highlight, weil ich ja, wie gesagt, erst letzte Woche das 3D-Screening hatte und ich auch noch hin und weg davon bin. Aber ja, morgen werden dann so normale Tests, glaube ich, nochmal gemacht. Bluttest und keine Ahnung. Und vor allem interessiert mich, was ich zugenommen habe. Also es ist doch ganz interessant. Ich glaube, das war's. Mehr gibt es nicht zu sagen in den 5 Wochen. Ja, jetzt dauert es nicht mehr lange, dann bin ich im 7. Monat. Ey, ist schon wirklich schnell rumgegangen die Zeit. Aber ja, ich freue mich. Gut. Ja, zum Schluss zeige ich euch noch ganz schnell meinen Bauch. Ja, ich habe heute so ein H&M Mama Top an. Genau, unten drunter meine Schwangerschaftshose, ganz normal. Ja, wie immer halt. Die ist immer noch ein bisschen zu groß. Hier unten ist noch Luft. Und ja, es ist eher mein Bauch vom Oberschenkel. Ziehen die hoch. Hier hinten auch. Aber hier vorne zum Glück nichts. Ja. Viele fragen, ob ich eine große Narbe habe. Nö, geht eigentlich. Ja. Also ich finde schon, dass es eine große Kugel ist. Also ja. Und ungefähr liegt er, also so lag er am Freitag. Und dann liegt er mal so oder so, aber irgendwie immer nur hier unten. Hoffe ich, dass ihr bei meinem nächsten Video wieder eingeschaltet. Ich hoffe, dass ihr bei meinem nächsten Video wieder einschaltet und dann sehen wir uns. Tschüss!